Danke, du auch, schön. Okay, sonst sehe ich ja nichts in diesem Umfeld hier. Okay, gut. Alles klar. Oh, okay, das müssen wir da hinschieben. Geil, endlich mal ein Rätsel. Hammer kann ich nicht mitnehmen. Achtung! Beim Arbeiten in der Nähe von Bodenschächten und Öffnungen ist höchste Vorsicht geboten. Sonst fällt man runter und stirbt. Ja, und wir haben ein bisschen Schaden erlangt. Nicht gut. Okay, kann man sich ja auch irgendwie automatisch heilen? Ist auch noch die Frage. Ja, das kann man nicht nach hinten schieben. Okay, aber warte. Ja, das kann man leicht lösen. Einmal hier hinschieben. So. Ja, der Rätselmeister. Der Rätselmeister One. Der löst hier alles. Perfekt. So, das hätten wir. Was ist hier kaputt? Okay, keine Ahnung, was das ist. Ja, und von da kamen wir. Interessant. Gut. So. Schön. Hätten wir das. Okay. So weit, so ruhig. Oh, ein Lootraum. Tja, ist nix. Okay, die offen sind, da kann man reinschauen. Oh, geil. Eine Soldatenpistole, 20 Schaden. Cool. Distanzwaffen verursachen hohen Schaden und erlauben es, aus einer sicheren Entfernung anzugreifen. Sie benötigen jedoch Munition, um abgefeuert zu werden. Ja, macht Sinn. Muss nur sich nur in deinem Inventar befinden. Müssen nicht manuell nachgeladen werden. Oh, geil! Die haben diese Now Technik we're hier. talking. Ja, jetzt verstehen wir uns genau. Die haben diese Technik, das ist cool. Okay, Slot 2, dann kommst du mal. Na, da. Genau. Wie war das jetzt nochmal mit Wechseln? Überraschender Fund. Okay, was haben wir da? Ben Kindley. Wow, rate mal, was ich in der Kiste gefunden habe, die gestern reingekommen sind. Waffen. Und er hat eins geklaut. Verdammt viele Waffen. Konnte mich nicht davon abhalten, eine für mich zu behalten. Nur für den Fall, dass hier mal alles im Bach runtergeht. Ja, und das ist wohl auch passiert. Man weiß ja nie. Es ist gar nicht so abwegig, denn ich habe gehört, dass in den Laboren oben einige Experimente schiefgelaufen sind. Ach nee, nicht sowas schon wieder. Schon wieder ein Labor und schon wieder Experimente, die schief gingen. Das ist hier los. Weiß der Kuckuck, was sie dort anstellen. Aber warum zum Teufel brauchen sie Waffen? Und dann so einen Haufen. Ja, vielleicht züchten die Soldaten oder so. Keine Ahnung. Oder sind unter anderem auch Waffenschmuggler. Ben Kindley, noch ein Logistiker. Okay, wo zum Teufel sind wir hier gelandet? Ist ja toll. Warum gerade hier? Verdammt. Wie konnten wir nochmal wechseln? Hab's wieder vergessen. Ah, mit Z, okay. Gut. Wir haben auch Kugeln. Interessant. Da ist noch etwas. Oh, rostiger Schlüssel. Geil, wir haben es. Und neue Arbeitskräfte. Ja, ich hoffe, ich bin nicht damit gemeint. Ich bin nicht zum Arbeiten hier. Man hat mir einen neuen Burschen namens Ben Kindley geschickt. Ach der direkt geklaut hat, okay. Ich weiß nicht warum, aber er lechzt regelrecht nach harter Arbeit. Keine Ahnung, was ihn am Kistenschleppen so fasziniert. Aber er ist ein guter Kerl. Vielleicht will er jemanden von oben beeindrucken, um ein warmes Plätzchen auf der Betankungseinheit zu ergattern. Was für eine Einheit? Ha, zu schade, dass wir. Zu schade, die von der Verwaltung setzten keinen Fuß herunter, um uns zu sehen. Das hier ist das Loch, das niemanden interessiert. Ach, und deswegen können sie tun und lassen, was sie wollen. Der eine sammelt Schmuddelhefte und macht das da die ganze Zeit. Einer klaut in den Kisten rum. Okay. Und der scheint mehr oder weniger anständig zu arbeiten. Oder schickt zumindest brav seine Mitarbeiter los. Mehr oder weniger. Okay. Ist eine komische Firma hier.
Und was macht das? Ach so. So, darauf erstmal was trinken. Da wir das hier herausgefunden haben. Okay, so weit, so gut. Hier ist nix. Okay, da ist etwas. Ax Vaporum. Was ist das denn? Phono-Tagebuch. Das ist eine Audiodatei. A Phono-Diary. Maybe with these I'll learn more about this place. My Marcus was chosen by the Bureau to lead the Ox Vaporum, which is under construction out there on the high seas right now. We decided to accept the offer to live there and lead the research. It's a test our marriage must undergo. I stood by my loving husband through his years in the military, and I'm ready to support him now. It won't be easy. I'll be in charge of a fair amount of research at the tower, but my family means everything to me. Thanks to this commission, the Bureau will provide us with everything for a happy life somewhere on an island of our own. One day. Okay, Lore Ricke, Materialforschung. Ja, was hat das hier mit Militär? Okay, Dax, Vaporum. Ach, okay, Vaporum. Das ist wohl die Firma hier. Okay, interessant. Okay, da draußen drüben zu forschen. Ist ja hingezogen, okay. Für unsere Ehe sein. Als Mann und Frau, okay. Während seiner Zeit beim Militär zur Seite gestanden, ich bin bereit, das auch jetzt zu tun. Okay, der war beim Militär. Gehört das ja dann dem Militär? So eine geheime Area 51 Basis oder so? Okay, und was ist das? Arbeiterschuhe. Ach, okay. Ja, warum nicht? Und hier? Ist auch direkt dabei, okay, gut. Gut, gut. Interessant. Okay, das war alles. Oh, wer hat das kaputt gemacht? Welcher Sauhund war das? Ist aber nicht nett. Ist nicht schön. Wird direkt gefeuert. Oh. Okay, und die anderen zwei, die leiten das. Ehemann und Ehefrau sind die Chefs hier. So, schön ausweichen. Nice. Wir haben ein bisschen Formium gesammelt. Von denen, okay. Aber was ist denn hier schiefgelaufen? Warum drehen die Schweißdrohnen durch? Oder wer schickt die auf uns los? Würde ich auch noch gerne wissen. Okay, wir haben den Schlüssel. I need a key. Hey, das hab ich doch. Ach so. Okay, ein bisschen extra Wurstarbeit. Ja, warum nicht? So wird man nicht faul. Tja. Oh. This might hurt. Ja, das sollten wir uns fernhalten. Okay, warte. Gut, hier ist nix. Der hört nicht auf. Na, ist ein Klassiker, das hier. Ist echt ein Klassiker. Ach, okay. Ist ja easy. Gut. Hat aufgehört, schön. Was ist das? Okay, was haben wir denn hier? Ach so, dazugehauen. Dachte schon, wir hätten jetzt Schaden erlangt. Reparatursatz, ja geil. Komm mal mit. Bisschen Heilung. Und sind wir schon Level aufgestiegen hier? Nö. Okay, bin mal gespannt, wie das aussieht. Haben wir da jetzt schon Erfahrung erhalten bei den Gegnern? Habe jetzt nicht darauf geachtet. Okay. Ach, schon wieder du. Ja, lass, komm ran. Du wirst kaputt gemacht. Mist. Hör auf zu blockieren. Okay, nice. So, das hätten wir. Schön rund herumschubsen.
Oh, geil, Lutsch. Einmalige Gelegenheit. I've been waiting for this moment my whole life. Studying at the Supreme Bureau University comes with prestige, sure, but now I can start my career, finally. As one of the proud draftsmen for the head architect of the Bureau, the Arx Vaporum is partly my doing. The tower is a testament to our technological advances. The Arx is going to bring about a historical breakthrough once we decipher the substance on the seabed, the marvelous Fumium, and we can show the world what it can do. We have such great expectations. Ach, okay, interessant. Okay, und der war ein Architekt. Hat diesen Turm erschaffen. Ach, okay, und dieser Turm ist dazu da, um dieses Fumium am Meeresboden zu bergen. Ach, interessant. Okay, interessantes Material. Was? Ziegelstein. Ein einfacher Ziegelstein, den du dazu verwenden kannst, um Druckplatten zu beschweren. Oder um ihn zu werfen. Okay, wir beschweren die blaue Druckplatte. Wir beschweren uns. Gegenstände aus einem Schappel zu ziehen. Umschalt und stö. Okay. Na schön. Gegenstände fallen lassen. Wähle einen Gegenstand in deinem Inventar, indem du linke Maustaste drückst. Bewege den Cursor auf die Höhe, auf der du den Gegenstand fallen lassen oder zu werfen willst. Okay. Gut zu wissen. Um hier Fallen zu entgehen. Aber wo ist denn hier eine Druckplatte? Ach, da. Und was geht hier auf? Ah, hier. Okay, warte. So. Ah, okay, es klappt. Schön. Ja, leider. Müssen wir den zurücklassen. Sorry, Ziegelstein. Du kommst leider nicht mit. Wir müssen dich zurücklassen für mehr Loot. Du wirst geopfert. Kannst dich ehrenhaft fühlen oder so. Irgendwie. Okay, was höre ich denn da? Was zum? Ja, eine Spinne natürlich. Eine Dwemer-Spinne. Autsch. Geht das ganz schön schnell. So, noch eins. Heute kommst du nicht durch. Oder sind noch mehr? Was waren das für Dinger? Habe sich aufgepasst. Okay, was bringt das? Den da zu verschieben? Ach, das können wir gar nicht. Okay. Ist wohl wegen diesen Dingern da zu schwer. Das können wir auch nicht bewegen. Das können wir bewegen. Okay, alles klar. So, dann mal los und vorspeichern. Denn das wird jetzt hier ein bisschen übel. Zwei Spinnen. Die so schnell sind. Autsch. Okay, wie mache ich die am besten? Okay, so könnte ich es tun. Muss nur richtig timen. Mit den Angriffen. Aber so kann ich ausweichen. Ja, das wird nicht leicht. Oh. Geheimnis, geil. Bisschen Munition. Rundkalfstulpen. Reduziert die Angriffsabklingzeit von Rundkalfs Brecheisen. Haben wir das? Ne, ist ein normales Brecheisen. Okay, Rundkralf, wo hast du dein Brecheisen versteckt? Wir brauchen es. Und Beschützer des Rekruten. Ja, das bin ich auch noch. Bin ein Noob. Verleiht eine Chance, erlittene Angriffe zu blocken. Wodurch diese weniger Schaden verursachen. Kann ich direkt ausrüsten? Okay, aus dem Auge. Aus dem Auge? Heute habe ich es geschafft, etwas von der neuen Ladung vom Schiff zu holen. Anscheinend wird der Nachschub jeden Monat weniger. Jedenfalls war es eine lange, anstrengende Schicht. Aber das stört mich nicht wirklich. Solange ich die frische Seeluft atmen kann.
Und das Beste daran, hier unten verschwinde ich vom Radar des Büros. Ben Kinley, Logistiker, der diese ganzen Sachen hier geklaut hat. Okay, aber ist nett. Danke, Kinley. Ist echt nett, ist gut für uns. Geh nicht weiter, okay. So, ich hoffe, der hat noch mehr geklaut. Das wäre schön. Okay, das hier hinten verschieben. Aha, für den Schalter, okay. Sonst ist es soweit nichts mehr. Okay. Ja, die Steuerung ist noch ziemlich gewöhnungsbedürftig. Für einen Neuling, wie mehr. Okay. Aber soweit so gut. Was ist los? Hä? Was soll denn der Scheiß? Okay, was zum Teufel ist das denn? Was das da stört? Okay, warte, ich hätte eine Idee. Aber wie soll das gehen? Vielleicht brauchen wir so ein Teil. Aber wir haben ja nichts zum Verschieben. Da brauchen wir wohl was anderes. Oder soll ich ja schnell genug sein? Okay, was jetzt? Hey, wird das? Hey, wird das jetzt geklappt? Hab ich das abgefangen oder was ist hier passiert? Okay, ich beschwere mich nicht. Keine Ahnung, wie ich das jetzt hier genau gemacht habe. Aber ich bin froh. Mensch. Oh, Schicklach, zwei nicht gut. Gut. Ach, ernsthaft. Okay, das ist schon mal scheiße. Moment, braucht das richtige Timing. Okay, und rechte Maustaste. Funktioniert nicht. Okay, das ist scheiße beim beim Zuschlagen. Wenn da Loot liegt, dann nehmt ihr das da an. Das ist ja ein Scheiß. Okay, da hört doch noch wen. Erdgeschoss Waffenkammer. Oh, ich hoffe, die haben noch Waffen für uns. Das wäre schön. I need a key. Silberstützel. Okay, kann ich einmal tun und Moment. Oh, wir sind schon woanders hin. Oder ach nee, doch nicht. Du kannst weg und dann hier. Machen wir einfach mal. Silberschlüssel-Kipea. So, gut. Ein Silberschlüssel. Oder war das Silber? I need a key. Okay. Hab's richtig gemerkt. Okay, Achso. Was bist du denn? Zeitstopp-Modus. Kürzer drücken, um einen Zeitstopp-Modus zu aktivieren, indem das Spiel automatisch passiert, wenn sie keine Aktion ausführen. Unbegrenzte Zeit, ihren nächsten Zug zu entwerfen und zu planen. Okay, ist gut zu wissen. Ja, aktivier. Was im Teufel bist du denn? Und zuschlagen. Okay, Moment. Oh, der kann so angreifen. Was soll denn... Na, was? Shit! Shit, das war dumm. Das war dumm, 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 dumm. Mich einkreisen zu lassen. Mich einkreisen... Nein, ich hab Blutung. Ernsthaft. So. Was zum Teufel bist du denn nach? Mist. Ich lass echt nach.
Na, das sind der Scheiß, den wir sie verarschen. Fuck. Scharpenjüngling. Neue Gegner freigeschaltet. Ach, shit. Okay. Einmal heilen. Creepy little things. Aber echt. Na, das ist aber auch dumm von mir. Hab noch schlecht gekämpft. Mich einkreisen lassen, das war nicht gut. Das war nicht schlau. Und wieso hat der so eine Notiz? Mit Blutungseffekt auch noch. Hat der selbst Notizen gemacht, dieses Vieh? Leider das Ziel unter tiefen Wunden im Fleisch. Nimmt es geringen Schaden über kurze Zeit, aber stark erhöhten Schaden während der Bewegung. Mechanische Feinde bluten nicht. Ach, okay, das heißt, darf ich nicht bewegen. Gut, macht Sinn. Und das hat das Vieh herausgefunden, selbst geschrieben. Interessant, danke für deine Erfahrung. Hat schön geteilt. Ja, ich muss noch besser werden, hoch. Ed. Oh, geil. Dankeschön. Das war mies. Okay, muss doch besser werden. Klopfen. Nee, okay, ich klopfe nicht, ich hasse das. Seit ich angefangen habe, hier unten am Meeresgrund zu arbeiten, ist mir dieses merkwürdige, konstante Geräusch aufgefallen. Er kommt von unten. Vom Meeresboden. Es klingt wie ein Klopfen, fast wie ein Herz, nur ein riesengroßes. Okay, warte. Ich glaube, das hören wir auch. Dieses Herzklopfen. Ob es das Geräusch der Bohrausrüstung tief in der See beim Phomiumkern ist? Ben Kinley. Oder... Es könnte ein Indoktrination heißen, oder wie das heißt, Mist. Ich habe vergessen, wie das heißt. Das bei Mass Effect. Indoktriniert und so. Was ist das denn? Okay, warum habe ich das Gefühl, man kann da nur eins auswählen? Plus 2 Zähigkeit, Energieregeneration, 2 Gefecht. Da würde ich vielleicht die Panzerung nehmen, oder? Ich nehme das da mit. Darf ich alles mitnehmen? Oh, wie nett. Okay, dann nehme ich alles mit. Danke. Oh, das ist auch nett. Rostiger Dolch, 7 Schaden. Macht 1 mehr Schaden. So. Leutnantgewehr, 38 Schaden. Das ist auch nicht okay, geh mal zu. Du gehst weg, du gehst rein. Gut. Schon mal nicht schlecht. Schön ausgestattet. So muss das. Gut, dann können wir das auch direkt wieder löschen.